Wenn Sie mit zwei Personen unterwegs sind und richtig viel Sitzgruppe und Platz haben möchten, ja, eigentlich fast so viel wie an einem Wohnwagen. Ja, da gibt es von Moveo nur ein Fahrzeug, der heißt Thai 71. Ja, hallo Sven. Ja, das ist der Thai 71. Dieses Fahrzeug wird hauptsächlich deswegen gekauft, weil es eine sehr große Lodge-Sitzgruppe vorne drin hat, die eben viel Platz bietet und auf einer Länge von 7,10 Meter. Und ja, vielleicht schauen wir uns das direkt mal drin an, dann kann man besser sehen, wovon wir sprechen. Warte, ich schau mal kurz rein. Wow, das heißt, wenn es mal regnet, hat man ja das größte Problem. Wenn schönes Wetter ist, hat man kein Problem. Aber dann kann man sogar die Nachbarn vom Campingplatz einladen. Genau, hier hast du also kein Problem. Hier kannst du mit einer Familie sehr luxuriös sitzen. Du siehst diese große Lodge-Sitzgruppe hier. Du kannst diesen Tisch jetzt noch einmal umschlagen. Dann hast du hier praktisch den ganzen Tisch in dieser ganzen Breite. Ein richtiger Festtisch, sage ich immer. Du hast vorne die beiden Sitze. Und deswegen wird dieses Fahrzeug hier ausschließlich gekauft, weil man eben diese große, schöne, großzügige Sitzgruppe hier drin hat, die einem so das Wohnen im Wohnmobil so ähnlich macht wie eben zu Hause im Wohnzimmer. So, wenn ich jetzt zum Beispiel nur zu zweit fahre, habe das Hubbett zum Beispiel hier drin, da könnte jetzt der Mann alleine schlafen auf fast 2 Meter Länge, die Frau könnte hinten drin schlafen. Genau. Man hat denn riesen Platz, ich muss denn nicht viel umbauen, muss man sagen, oder? Genau, das ist auch mit der Grund, warum dieses Fahrzeug jetzt in der 2020er Generation nur noch mit diesem Hubbett zu bekommen ist, weil wir hinten das Festbett haben, was eine Breite hat von 1,40 und wenn das dann mal zu eng wird, dann kann man eben hier oben in diesem Hubbett trotzdem noch schlafen, weil hier habe ich auch noch mal ein richtiges Bett drüber, über der Sitzgruppe. Warte, ich zeige das mal gerade. Länge ungefähr? Also die Länge ist 2 Meter und die Breite ist 1,40. Also ja. Da können auch zwei Personen, da können zwei Personen schlafen. Es gibt eine maximale Begrenzung an Kilo. 180 Kilo. 180, ja gut, für dich lang. Genau, für mich lang's. Aber du siehst, da hast du immer die Möglichkeit des Ausweichens und du kannst halt hier auch wieder das Problem lösen, indem du einmal zumachen kannst. Das hängt jetzt hier oben, weil die Sperren hier oben verschoben sind. Kannst du die Tür schließen und du hast halt zwei getrennte Schlafräume. Verstanden. Ja. Das heißt, ich kann absperren, sage ich jetzt mal. Genau. So habe ich meine Ruhe, kann hinten auch mal schlafen. Kann ja auch mal sein, dass einem mal vielleicht nicht so gut geht. Genau. Oder er will mal tagsüber ein bisschen Ruhe haben. Dann sitzt man hier vorne sehr schön und man hat hinten trotzdem noch die Möglichkeit eben zu schlafen. Ja, Thema ist immer Preis-Leistung bei Moveo ungeschlagen. Guck dir mal die Küche an. Guck dir mal das Raumgefühl an, Jürgen. Ja, es ist riesengroß. Deswegen wird dieses Fahrzeug auch gekauft, weil du auf 7,10 Meter einen riesen Raum hast, einen Wohnraum, ein Wohnzimmer hast hier. Du siehst es, guck dir die Spannweite an hier. Du hast hier eben, du kannst dich drehen und du hast eine riesengroße Fläche, in der du dich bewegen kannst. Hier hast du ein kleines Weinregal drin oder Getränkeregal integriert. Da kannst du die Flaschen reinstellen. Hier kannst du noch Gläser reinstellen. Das Fahrzeug bietet alles das wie zu Hause. Genau. Es gibt einen ganz neuen, es gibt eine Möglichkeit, einen Plus an Komfort zu bekommen. Das ist nicht nur die Luftfederung, sondern es gibt ein neues Automatikgetriebe. Genau, es gibt ein neues Automatikgetriebe, ein 9-Gang-Doppelwandlungsgetriebe von ZF. Das ist ab dem Februar nächsten Jahres lieferbar. Sprich also, die Fahrzeuge, die jetzt bestellt werden, können alle mit diesem neuen ZF-Doppelwandlergetriebe bestellt werden. Und ja, und auch bei diesem Fahrzeug. Aber worauf ich auch noch hinweisen will, ist eben hier auch nochmal das große Bad. Hier haben wir wieder das Raumbad mit der Dusche hinten drin. Auch schöne, großzügige Schränke. Also alles das, was auch die Frau wünscht, wenn sie luxuriös in einem Wohnmobil eben wohnen will. Hier haben wir wieder den großen Schrank, der immer gewünscht ist von den Frauen. Mit Hänge. Und wir haben die Schubladen hier. So, mal gucken, wie weit wir die hier zukriegen. Da oben sind die Sperren drin. Hier kann man jetzt beide Türen im Prinzip schließen. Ja, zu. Und dann ist zu. Ja, jetzt geht jetzt nicht komplett, wenn die Sperren oben drin sind, damit da abgerissen wird jetzt auch. Gut, wir sind auch hier mitten jetzt im Messebetrieb. Genau, deswegen ist das ein bisschen gesperrt, damit die Leute da nicht abreißen. Stark ist hier die Küche und ich zeig's mal gerade. Auch die Küche ist wieder sehr schön. Viele haben mir jetzt auf der Messe auch schon gesagt, sie lieben diesen Platz hier davor, um die Möglichkeit zu haben, was zu schneiden, was vorzubereiten. Das Kochfeld ein bisschen zurückgesetzt. Das ist halt das, was mir die Frauen gesagt haben, was sehr, sehr schön ist. Auch hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, dieses Jahr in der neuen Generation einen Backofen hier unten reinzumachen. Und du hast aber trotzdem noch viele Schubladen, wo du halt kannst dein Besteck reintun, wo du halt deine Vorräte reintun kannst. Und wenn die
der Backofen hier ist, hat man hier unten auch nochmal diese... Links der Backofen, gell? Genau, hier kommt der Backofen hin, hat man unten halt ab hier wieder die Hälfte als Schublade. Natürlich hast du oben auch wieder deine Schränke mit überall mit diesem Zwischenboden drin. Das ist bei vielen Sonderausstattungen, auch das ist schon bei uns inkludiert. Auch hier die Schranktüren gehen selbstständig zu, schließen selbstständig und auch wieder hier Lederausstattung, Kunstleder, die du in 5 verschiedenen Variationen mit Stoffeinsatz oder ohne Stoffeinsatz wählen kannst. Ein Weinglas direkt weggemacht, kein Thema. Ja. Ja. Kinder, sage ich jetzt nur mal. Hunde, ja, großes Thema. Also hier hätte auch ein Hund sehr viel Platz. Auch der Hund hat natürlich Platz. Der kann auf dem Boden liegen, der kann auf dem Sitzbank liegen, der kann zwischen den Sitzen des vorne im Fahrerhaus sitzen oder liegen. Alles das ist in dem Fahrzeug möglich. Von daher... Die Schuhklappe, die zeige ich immer wieder gerne. Das ist hier wieder die Schuhklappe, wo man die Schuhe reinstellen kann. Ja? So, jetzt zeigen wir mal gerade das Fahrzeug von außen. Man hat natürlich... leichte Einschränkungen, was das Gepäck angeht, aber nur leicht, ja, muss gibt, man sagen. Ich sag mal, es gibt keine Einschränkungen. Du siehst, wir haben hier noch trotzdem einen sehr großen Kofferraum, wo man Tische, Stühle, alles reinbekommt. Wenn man jetzt Fahrräder mitnehmen möchte, dann macht man einen Radträger hinten dran. Das machen wir natürlich auf die Heckwand. Den kann man auch mittlerweile absenkbar bekommen. Wenn man jetzt E-Bikes hat, dann legen wir den elektrisch. Das heißt, der ist hier hinten integriert. Der wird hier integriert, der Radträger, und wird dann elektrisch abgefahren, sodass man halt die Bikes in der normalen Höhe unten draufstellen kann, die E-Bikes, die schwer sind, um in der Fernbedienung auch wieder hochfahren kann. Zuladung, was ist hier möglich? Zuladung muss man bei den Fahrzeugen immer genau auf die COCs gucken. Ich sage immer so circa 500 Kilo. Es gibt die Möglichkeit einer Auflastung? Es gibt auch die Möglichkeit der Auflastung auf 3,650, dann hat man 150 Kilo mehr. Wenn man das möchte, können wir das von Anfang an machen, sodass man direkt eben 150 Kilo mehr hat. Die Fahrzeuge sind vom Prinzip her alle mit 6,50 vorbereitet. Ja, ein ziemliches Schlachtschiff, sage ich jetzt mal. Preis 61.990 Euro, dafür kriege ich bei einigen nur gerade mal einen Kastenwagen. Genau, das ist eben der Preis vom Kastenwagen und hier haben wir im Prinzip alles das, was wir hier aufgelistet haben, in der Komplettausstattung bereits inkludiert. Die Solaranlage mit drin. Ich kann es nochmal aufzählen, die Solaranlage, die SAT-Anlage, wir haben die elektrische Eintrittsstufe, wir haben die Luftfederung, wir haben Hubbett, wir haben Lederausstattung, wir haben Aluminiumfelgen, wir haben Navigationssystem, Freisprecheinrichtung, Rückfahrkamera, alles das ist mit drin, Rahmenfenster. Es sind nur wenige Teile, die man noch zusätzlich Drive-by machen müsste, sollte vielleicht, ich zähle sie mal auf, eine Anhängerkupplung eventuell, eine Klimaanlage rate ich immer dazu mittlerweile durch unsere etwas verrückten Temperaturen, bauen wir ein. Dann in Wörteranlage, wo wir gleich die 230 Volt in das gesamte Bordnetz einspeisen und die automatisch abschaltet, dann, wenn ich Strom von außen einstecke, haben wir jetzt ganz neu entwickelt. Machen wir fast in alle Neufahrzeuge rein. Das heißt, ich habe überall 230 Volt Steckdosen, die ich auch während der Fahrt verwenden kann. Ich sage immer, wenn du mit so einem Fahrzeug fährst, kann deine Frau dir während der Fahrt Kaffee aus der Kaffeemaschine kochen. Würde gehen. Würde gehen, ohne Problem. Oder sie kann sich während der Fahrt die Haare föhnen. Oder also ohne. Eben dran, es gibt entsprechend auch die Möglichkeit, eine Kupplung dran zu machen. Das sieht man immer öfter. Ich war jetzt in Frankreich. Auf der Rückfahrt auf der Autobahn sieht man immer so kleine Anhängerchen, die Leute auch mal gerne mitnehmen mit zum Beispiel Family. Da kann ich alles, das, was schwer ist, einfach reinmachen. Kann man reinlachen und du kannst mit den Fahrzeugen auch immer noch 2 Tonnen ziehen. 2 Tonnen? Ja. Super. Jürgen Jung, ja, das Fahrzeug gibt es unter anderem natürlich bei wohnmobile-saarland.de. Die Leute kommen aus ganz Deutschland zu dir. Warum hast du so großen Erfolg bei Moveo? Warum kommen die alle nach Saarlouis? Ja, der große Erfolg von Moveo kann ich dir sagen. Der kommt daher, weil die Fahrzeuge halt sehr, sehr gut sind, eine gute Qualität haben mit einer super Ausstattung. Der andere Erfolg ist halt, die Leute sehen die Filme, sie schauen sich die Fahrzeuge an. Viele kaufen die Fahrzeuge nur über unsere Filme, weil sie genau das sehen, was es auch in Wirklichkeit ist. Die haben es vorher noch gar nicht live gesehen, gell? Die haben es gar nicht live gesehen und alle bestätigen mir auch. Ich kann jetzt nur sagen, ich bin jetzt auch nochmal in Hamburg eingeladen bei jemand, der ein Fahrzeug gekauft hat, der mich eingeladen hat nach Hamburg, weil er so überzeugt und so erfreut war, dass er genau das, was er im Film gesehen hat, auch von mir bekommen hat. Ja. Da sieht man es, Moveo. Es wird in Frankreich gebaut. Der Hersteller ist? Ist Pilote. Wird vom Pilote gebaut für uns. Und ja. Also das sieht man, wenn man so in Frankreich, Spanien Urlaub ist, sieht man lauter Pilotefahrzeuge rumfahren. Immer mehr Moveos, muss man sagen. Die Qualität ist gut? Die Qualität ist gut. Aber du musst sehen, in Frankreich heißen die Fahrzeuge für die Franzosen nicht Moveo, die heißen Bavaria. Genau.
Genau. Deswegen, man sieht in Frankreich viele Bavaria. Es ist aber das gleiche wie der Moveo und die Qualität ist super. Ich habe schon einen gesehen, also ja. Der ist mal gerade eben. Ja, vielen Dank, Jürgen Jung. Ja. Und wenn Sie Lust haben, ja, den Messepreis gibt es jetzt noch einige Monate. Wie lange noch? Bis zum 31.09. machen wir in Saarlouis auch den Preis, den wir hier auf der Messe 2019. Haben. Ja, wir sind auf der Caravan Expo 2019 in Düsseldorf mit Jürgen Jung. Tschüss, Jürgen. Ja, hallo. Ciao.